Oh, damn. Happy birthday to you. Wow. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben uns heute relativ früh aus dem Bett gepellt. Zum einen, weil Ellis Geburtstag ist. Und solange sie hier noch, ich glaube, das GPS sucht für unser Navigationsgerät, fahre ich hier zu dem Treffpunkt mit den Jungs und Mädels von WeRide. Die bieten hier nämlich in Portugal geführte Mountainbike-Touren an. Und das wollten wir uns auf jeden Fall mal geben. Deshalb bin ich gespannt, wo und wie wir die jetzt treffen. Wir kriegen Leihräder und dann schauen wir uns mal hier die Trails in und um Sintra an. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Du auch? Ja. Cool. Wir werden sehen. Geht gleich los. Seid gespannt. Okay, das lasse ich mal aus. Das ist auf jeden Fall nicht mein Fahrrad. Und es ist echt rutschig. Nass und rutschig. Slippery. What? Used your new bike. Yeah. It's still wet, please. Yeah. Yeah. At home, I'm still driving a 26. So now it's a bit. What is it? What is it? Like a zombie? Zombie attack? Yeah. Erster Tag, nicht gestreckt heute Morgen, keine Gymnastik, kein Uphill, direkt in den Downhill. Und meine Beine so. Oh, damn. It was at this moment he knew. He fucked up. Yeah. Yeah, I'm fine. Okay.
Einmal Mountainbiken, Trail bis ans Meer. Check. Wir sind hier fast bis zum Cabo de Roque gefahren, also dem Leuchtturm, wo wir vor ein paar Tagen schon waren. Da hinten. Hat sich auf jeden Fall super gelohnt, geile Aussicht. Mal gucken, wie es weitergeht. Hi. So, wir machen eine ganz kurze Mittagspause. Alle sind drin, außer ich. Ich habe gesagt, ich mache noch schnell ein Bild. Denn ich will jetzt endlich mal Ellis Geburtstagsgeschenk überreichen, was ich schon den ganzen Tag in meinem Rucksack mitgeschmuggelt habe und sogar mit nach Portugal geschmuggelt habe. Ganz schnell, ganz kurz. Elli ist gerade beim Brötchen holen. Wir packen unsere Sachen. Ich habe ja noch ein Geschenk organisiert für Portugal. Ich muss es jetzt noch schnell verstecken und irgendwie nach Portugal schmuggeln, damit ich es ihr zum Geburtstag dann geben kann. Also, ich muss mich beeilen, wo sie wieder da ist. Bleibt dran. Also ich gehe eben rein und schau mal, wie es klappt. Okay. Thank you.
Letzter Stopp des Tages, Abanu Beach. Wirklich mit dem Mountainbike bis ans Meer. Man könnte sogar die Füße noch reinhalten, wenn man denn möchte. Aber ich lasse das jetzt mal, denn das war jetzt, wie gesagt, der letzte Stopp des Tages. Hat sich super gelohnt, jetzt nochmal den Donkey Trail hier zu fahren. War einfach ein geiler Tag. Und ja, ich würde sagen, wir lassen den Tag noch ausklingen und bleibt auf jeden Fall am Ball für die weiteren Videos.